Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Lab. Ich bin's wieder Mira und wir machen heute Bananen-Pekan-Muffins. Die wichtigste Zutat ist natürlich Banane. Und diese Bananen sind am besten, wenn sie schon richtig schön reif sind. Also wenn sie außen noch schon ganz dunkel sind und ihr die euch eigentlich gar nicht mehr geben wollt, dann sind sie perfekt für dieses Rezept, weil dann sind sie richtig schön süß und matschig. Von diesen Bananen nehme ich jetzt so ungefähr 2 und die zermansche ich in meiner Schüssel. Und dann kommen da die anderen flüssigen Zutaten dazu, also Butter und ein Ei und Zucker kommt dann noch dazu und Vanilleextrakt. Meine Bananen sind eigentlich noch nicht reif genug. Die gehen gerade so für das Rezept, aber sie könnten ruhig noch etwas brauner und matschiger sein. Ihr müsst es alles nur so lange vermischen, bis es gerade so vermengt ist. Und jetzt geben wir unsere Gewürze, etwas Zimt, Backpulver, Natron und Salz, schon mal in das Mehl, bevor wir das alles gemeinsam dann dazugeben. Und jetzt wieder nur so lange rühren, bis alles gerade so untergehoben ist. Unser Teig ist fertig und den füllen wir jetzt in unsere Förmchen. Ihr fragt euch vielleicht, wo die Pekannüsse sind. Keine Sorge, die kommen oben drauf und zwar in einem leckeren Streusel-Topping. Als nächstes machen wir die Streusel. Die machen wir mit Mehl und Haferflocken. Sowie braunem Zucker, denn der passt vom Geschmack einfach am besten zu dem Rezept. Natürlich Pekannüsse, wie versprochen. Und Butter. Und das krümeln wir jetzt schön zu Streuseln. Und jetzt kommen noch ein paar Pekannüsse obendrauf. Und die kommen jetzt bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Und zwar für so ungefähr 20 Minuten oder bis ein Holzstäbchen, ohne dass Teig dran kleben bleibt, ganz glatt wieder rauskommt. Und hier sind unsere fertigen Bananen-Pekan-Muffins. Die schmecken herrlich zum Frühstück oder auch zum Tee oder auch abends oder auch mitten in der Nacht. Eigentlich immer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schaut euch auch die anderen Videos an, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal und schaut auch mal beim Meal Club vorbei. Bis bald! Mmh.